Wir warten direkt auf ein eigenes Zuchtprodukt, auf Kastanienhof Donnertrommler, der jetzt 5-jährig ist. Ja, und Donnertrommler hat, das haben sicherlich einige von euch auch mitverfolgt, eine, wie wir finden, ganz positive Entwicklung genommen. Jule und ich haben von Anfang an den Hengst geglaubt und haben schon bei dem Blutaufbau und bei der Anpaarungsentscheidung uns was dabei gedacht. Auf unseren guten Stamm der Delight nochmal Dornig zu nutzen, solange es geht, der nun mal als erfolgreichstes Dressurpony aller Zeiten Geschichte geschrieben hat. Und ja, man möchte natürlich immer gerne gutes, bewährtes Blut in die Zukunft transformieren. Und wir haben gesagt, selbst wenn das Produkt mal kein Hengst würde, dann hätten wir immer noch ein gutes Dressurpony. Aber ich glaube, wir haben beides. Was uns aber vom ersten Moment an begeistert hat, war einfach seine Arbeitseinstellung und seine Rittigkeit. Und das ist auch das, wofür Juli ihn besonders liebt. Ja, das kann man aber auch sehen, die Entwicklung, die er gemacht hat, von der Körung an, so wie Timo sagte, da war er noch nicht so Hengst, wie er heute dasteht. Aber was immer beeindruckt, er ist immer bei seiner Reiterin, wenn sie mal das Ohrenspiel gucken, er wartet nur drauf, dass ihr kleine Hilfen, es sei übers Bein oder über die Zügel bekommt, übers Gesäß, und ist immer bei ihr. Ich sage ja immer, die dritte Generation ist die, die wir nach vorne kriegen. Und da kann es nicht besser sein. Weltstuten, Welthengste wie Don't Worry, Kaiserjäger, Grace Kelly, Siegerstute, der Bino, der Rano, die haben alle Geschichte geschrieben. Und hier sehen wir einfach dieses Spiel, was Donnertrommler so anbietet aus Versammlung und Verstärkung, vorwärts und rückwärts, was ein Dressurpony später in seinen Aufgaben abliefern muss und beherrschen muss, dass er an leichten Reiterhilfen sich aus der Versammlung in die Verstärkung und wieder zurückbegibt. Und ja, dafür hat er einfach eine ganz besondere Veranlagung. Denn so sehr, wie wir uns alle über die Trabverstärkung freuen, aber die Aufgabe besteht noch aus ganz vielen anderen Lektionen und Bewertungen. Kastanienhofs Donnertrommler, meine Damen und Herren. Unsere erste Empfehlung für heute und gleich ein Volltreffer. Erstklassig, Jule. Dankeschön.